Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valhalla. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dabei ist immer wieder der Dynamo. Ja, hallo. Der Noxi. Hallöchen. Der Onkel. Hallo. Revano. Ja, hallo, Freunde. Und der Geiserich. Hallo. Ja, unser Gott ist leider auf. Und wie auch der Mo und der Sergeant. Aber. Möller. Es geht weiter. Die Schlafen. So, was, Noxi, was brauchst du denn noch alles? So, dass wir mal hier eine Aufgabe haben. Was ihr hier seht. Das Alvirtu sagt, eigentlich Vorräte auffüllen. Warte, und ansonsten halt nochmal ein bisschen Holz für Ceilings. Ich wollte gerade meinen Leuten, weil gut, ich jetzt kannst was mache. Ja, aber wir stehen doch sonst hier bloß an der Stelle rum. Ja, okay, kannst du jetzt erzählen. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt hier gerade Thema, weil wir unseren Sarko vorhin verloren haben, wo wir offline waren. Ja. Deswegen thäme ich direkt neu. So, dankeschön. Jetzt können wir weiterlegen. Alles klar, danke. Und was für ein Sarko thämst du? Ist es ein männlicher, ist es ein weiblicher, heißt er Rüdiger, Holger, das Sarko Thorsten? Sarko thäme ich ja nicht mehr. Ich zähme jetzt ein Stego. Okay? Ein Stego, so. Dann hat das ja überhaupt gar keinen Sinn gehabt, was du da jetzt gerade erzählt hast. Richtig. Ich habe gesagt, dass wir unseren Sarko verloren haben und ich thäme jetzt einen neuen Dino. Nee, du hast gesagt, du thäme ich einen neuen. So, hast ja du nicht gesagt. Ja. Ach so, ja gut, dann ist die Verbindung noch. Ach, geht doch sterben. Ach, jetzt ist die Verbindung. Ja, die natürlich. Verbindung. Natürlich. Der Verbindung? Ich hab keine Verbindung. Oh, jetzt haben sie den B-Knopf gefunden. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Kinders. Möchtest du ein B kaufen? Was, ein B? Oh Mann. Ihr merkt, es ist. Was passiert, wenn man auf B drückt? Ach ja, das. Oh hier. Gott. Bitte nicht, Leute, kommt. Das ist voll irritierend hier. Okay. Finde ich aber auch. Du bist ein frecher Hund. Einfach penetrant weitermachen. Ja, können wir jetzt jagen, ohne zu fragen? Was? Darf man das so sagen? Ob wir jetzt jagen können? Wir sollen ein paar Materialien sammeln, hast du nicht ja, zugehört, und jagen. Bivano? Und jagen. Jagen, ja. Ja, Hide halt, ne? Ja, für die Hide-Rüstung. Ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann bringe ich die Sachen zurück und dann gehen wir... Ach, na, obwohl... Ja, theoretisch können wir schon jagen. Ja, ich brauche echt nur noch so einen Furz an Holz und dann haben wir es. Ein Furz, also? Ja, ich brauche echt nicht mehr viel. Ich hab ein Level up, ich bin so glücklich, denn ich hab ein Level up. Jo, ich brauch noch genau 28 Holz, danach brauchen wir erstmal nichts mehr. Falls jemand einen Bogen braucht, hier unten liegen 4 Stück drin. Holz? 28? Holz? 20? So? Hat jemand ein bisschen Holz? Ich hab genug Holz mit. Ich hab ja, vor der 199 Holz mit. Alter, das ist ja anbeboten. Warte mal, wie viel Holz hast du mit? Okay. 199. Kommt ja? Euch. Nero. Ja. Onkel, hier, ich brauche noch ein bisschen. Bauteile, Bären, Flint, Hide, komisches Gedöns, Fiber, Thatch, auch ganz, nee. Komisch, braunes Gedöns, das ist dann bestimmt Kacke, ne? Nee, die Kacke kommt direkt in den Dung, also direkt unten in den Eimer. Braun, getupft. In den, genau, Kübel, in den Plot. So, hier hat man Thatch. In den Kübel, ey. Hey, in den Kübel, ey. So, hier haben wir Fiber. Was war das denn? Das hat doch Roxy gerade gesagt. Hey, in den Kübel, ey. Was ist das für ein... Ihr seid so durch, echt. Mal, irgendwie ist die Karte ein bisschen buggy, also was das Bauen angeht. Die will nicht so ganz, wie ich will. So, ich habe schon dreimal da unten so eine scheiß Foundation hingezimmert. Ich will nicht. Wo ist denn unten? Ah, hier unten, direkt unter der Treppe. Erstmal von außen, vielleicht klappt's da. Ah, hier, Pfeil. Oh, geil. Pfeil, also Bogen nur. Also nicht Pfeil, sondern Bogen. Ah, jetzt geht's. Heiß Ding, ey. Es kann jetzt sein, dass außen am Haus noch irgendwas dranhängt. Okay, da werde ich nochmal ein paar Pfeile craften. Craften. Ich hab jetzt richtig Bock auf Metzeln, Leute. Richtig Bock was für Level was für Level habt ihr momentan eigentlich? Ich bin 20. Ich hab Level 3, 18. 9, 18. Ich bin 17. Ich bin 16. Wow, ich bin auch der Baumeister, ich muss das kriegen. Könnt ihr schon Stego oder Trike-Sattel machen? Du geilst mit Sattel machen, Alter. Ich hab mich jetzt eher auf das andere Zeug versteift. Steif, hat er gesagt.
Ja, wir haben ja wieder unkoordiniert uns irgendwelche Sachen freigeschalten. Außer Rivano, der hat wahrscheinlich auf uns mal gehört, diesmal. Ich habe 59 Freiner. Bitte, was hast du? 46 Lernpunkte frei. Lernpunkte? Bist du jetzt in der Krabbelgruppe oder was? Points da. Alter. Flynn. Was denn nur los mit euch? Ich bin nur kaputt. Ich bin eine Biene. Bestäube dich jetzt. Du bist gefickt. Wano, da ist jedes Mal ein totaler Schwuli. Wahnsinn. Wieso? Er hat die Biene gesagt. Na und, du willst uns, alle, gleich du willst uns alle gleich wieder bestäuben. Ja, aber das ist doch kennst was bei den nicht? Na, wir wissen, ja, das ist das Ding. Wir wissen ganz genau, an welcher Stelle wir aufhören müssen zu reden. Ne? Und wir wissen auch genau, an welcher Stelle Rivano anfängt. Egal was. Stimmt Alter. Auch wieder. Alter. Weil ihr gestaubt werden wollt, ja. Gestaubt. Jetzt ja, wird cool, gestaubt, Leute. Dilosaurus. Was ist denn Dinosaurus? Das klingt irgendwie lecker, du. Dilophosaurus. Dilopho? Die Nutten der Erde. Oxy, wie sieht's aus? Wir wollten noch jagen gehen. Ja, ich bin gerade noch am Aufräumen hier, mein Inventar. Ich habe hier irgendwie so komische Bauteile noch. So. Oh. Ich wollte sagen, hast du einen Helm auf? Dabei bist du einfach nur schwarz. Der war gut, oder? Nee, warte mal. Wollen wir drüber, drüber sprechen? War der gut? Ey, ich bin weiblich und habe Lack und Leder an, also bitte. Ja, deshalb. Onkel? Ja. Wollen wir jetzt mal willst du auch eine losgehen? Haben? Ja, ich will mir noch ein paar Pfeile machen, Schatzi, so würde ich jetzt sagen. Alter, jetzt ist soweit. Jetzt geht's wir los. Wir sind eine Familie. ist eine Biene. Boah, halt, liebe Leute, wo gibt's halt für mich? Habt ihr noch halt, Junge? Ich bin der Jäger. Halt nicht. Halt nicht? Halt nicht. Ich muss da oben in die Kiste gucken, du musst doch 90 Uhr so rumliegen. Oh ja, ich brauche es zum Super. Leben. Gott, ey. Wunderbar. Das Ding ist ab 16, nur zur Info. Was ist ab 16? Das Spiel. Das Spiel und du kommst mit, ich brauch's jetzt. Wir brauchen es ab all, wir machen bei uns ist ab 18. Ja, die Hardcore-Version. Arg. Mein Gott, ich fall doch wieder gleich vom Stuhl. Da bist du. Guck mal, 37.000 Viecher. Und hier ist nicht mal so ein kleines Mistviech. So ein Oviraptor oder so. Oh nein! Ich glaub, hier hinten raus, durch den Wald. Tu's nicht. Ah, Mücken! Ah, Mücken! Warte, das sind Level 2 und 4. Ja, warte. Ey. Ah, Mücken. Kann einer von euch schon Narko-Pfeile machen? Hier ist was. Irgendwas hat mich gebissen. Oder dich. Nee, Narko ist noch nicht. Irgendwas hat dich gebissen. Und es war was Gefährliches. Wieso ist denn in dem Narko-Schrank was anderes drin? Alles gut. Passt alles. Weil du vielleicht nicht im Narko-Schrank warst, hm? Richtig. Weil wir keinen Narkoschrank haben bis jetzt. Ich kenne Rivano langsam. Ja, das ist doch falsch. Das stand und das Para, komm, den knall mal. Was? Piu! Annabelle Sevilla. Was? Annabelle Sevilla. Ja, lass mir ran da den Sevilla. Casimir Pop Dusimir. So. Ich hab ein paar Pfeile, Rivano. Janik, okay. Scheiß ihm ins Gesicht. Ich hoffe, du hast die Augenpfeile und Bogen genommen und dir Pfeile gemacht. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Der macht einen auf Strauß. Erfunden habe ich's, aber Wood und Fiber fehlt mir. Oh Gott. Aber ey, ihr Mistviecher. Oh Gott. Janik, Rückzug. Alles voll. Der redet Fiber. Einfach weiter. Wahnsinn. Der redet Fiber. Einfach weiter. Ich hab's nichts mehr. Wer redet weiter? Du. Das war jetzt mal eindeutig. Du. Noch einer? Wieso ich? Mistviecher. Ja, weil du einfach weitergeredet hast, obwohl die anderen geredet haben. Wofür sind die eigentlich in dem Game drin? Ich versteh's nicht. Gay? Ja, dann was denn? Alle die Mega-Neuras, die Fliegen und die Insekten und die Scheißviecher da. So, einen Bogen habe ich gezaubert, aber ich habe keine Pfeile. Ach, ich kann ja 3 Stunden rumklopfen, das bringt nichts. Oh, da vorne ist so ein Sarko. Ey, Rivano, du bist so ein übelst megamäßiger, übelster Pfau, Alter. Unten in den Kisten liegt ein Bogen drin. Hat vor uns gesagt, da liegen noch 3 Stück unten drin. Und ja, jetzt hat er sich halt einen gebaut, ne? Okay. Was denn du? Sehr teuer. Wollen wir den Sarko? Okay, wir wollen den Sarko. Ich bin schon dran.
Schieß ihm ins Gesicht. Was für Level hat denn der? Ein Host, der blutet schon. Gewaltig. Der hat seine Tage. Was? Der blutet aus dem Gesicht. Der hat seine Tage. Was? Unbelievable. Was? What do noch you irgendwas? Say? Ruhig. Römer? Wir hatten hier oben in die Baumstämme Klamotten reingelegt. Das ist, finde ich, aber auch. Keine Ahnung. Vorsicht, komm, das war's, die Dubi-Bahne. Was ist das denn? Negativ, Captain, glaube ich. So ein neuer. Was kann der? Also, ich war das echt nicht. Keine Ahnung. Ich hab Pfeile gesucht. Die musst du dir bauen. Wo denn? Warum? Ach da, ja, komm, nimm mal den. Was kosten die denn? Sitch und Fiber. Also Fieber haben wir doch. Komm, den haben wir gleich. Oh Gott, Fliegeviecher, Fliegeviecher! Und Krabbelgedöns! Und Krabbelgedöns! Karneval. Ich baue Pfeile, bis ich umfall. Lalalala. 7 Stück kann ich noch bauen. Du brauchst Pfeile, bis du umfeilst. Ja. So, so schön. Versteh das jetzt gerade. Ach, hier ist auch ein Para. Hallo. Das ist nicht derselbe. Die Nummer ist ganz schön was los hier. Nee, das ist der Schlupf. Den krieg ich mir erinnert. Flint brauche ich. Kumpel. Ja. Endlich noch einer. Hier vorne drin im Schrank. Noch Flint. Ja, wenn ich mal was zum Reiten hier. Boah, echt, ich überlege jetzt schon, wie wär's denn, wenn wir, da gibt's so eine Mod mit so einer Kiste, die man sich ins Haus stellt und dann wird das alles von selber einsortiert und die ganzen Schränke, wie sie beschriftet sind. Langweilig. Okay, also willst du... Alter, das ist ein ganzer Regenbogen an Käfern. Langweilig, sagt er, okay, dann werden wir hier weiter. Nee, von mir aus können wir das machen, aber dadurch entgeht mindestens in jeder Aufnahmesession 5-mal dieses tolle Gespräch. Wer hat denn jetzt die Samen zu den Steinen gelegt? Ja, weil das hier hinten im Dings ist echt, waren Klamotten im Dingsschrank. Das ist doch. Da macht sich eine Bau einen Schrank, Junge. Bau doch einfach einen Schrank. Bin ich deine Mutter oder was? Bau dir einen scheiß Schrank und leg deine Kleidung in den Schrank. Doch nicht meine Kleidung. Du baust da oben alles auf. Du hockt man stundenlang und tut es hier umsortieren oder du und dann auf einmal ist doch wieder alles schief drin. Ich hab für dich gesprochen, du Vollpfosten. Und, da weiß ich doch, wer das da reingelegt hat. Also ja, aber die Sache ist halt, ich räume das Zeug einfach rein, da wo es reinkommt. Und wenn es nicht da reingehört, ist mir scheißegal, wenn die Person es da nicht mehr wiederfindet. Du merkst, wir sind alle sehr freundlich zu uns. Wir lieben uns. So viel Liebe. Ich spüre die Liebe, die Wärme. Hier kommt der Pteranodon, hau den weg. Die Energie. Na, was machst du denn da überhaupt? Onkel, wie viel Pfeile hast du denn? Ich hab 28 jetzt 50. Stück. Achso, okay. 50. Ich habe auch noch 24. Ja, ich habe 50. Ja, ich habe Angst vor dem Krieg, weißt du, wenn die Dinos kommen. Nein, ich wollte nur die Waffe wechseln. Wie bist du hier? Oh Gott, Jan. Level 12. Gott ist Janik. Gott ist weg, mein Freund. Was ist? Hallo. Gott hat uns allein gelassen. Kann die Waffe nicht wechseln. Hallo? Hä? Okay. Hallo. Hier ist irgendwie gerade. Hallo, wie geht's dir? Okay, warum schlägst du mich denn jetzt noch deiner? Ich hier wieder daneben vorgestellt. Du. Ja komm, dann lass uns jetzt gehen. Ich bin fertig. Okay, ich breche dir mal meine Aufnahme kurz ab. Wieso? Warum? Ja, sag, weil ich rausgeflogen bin. Da liegt der nackte Hobbit. Ich bin ja gleich wieder da. Ich lieg gerade ungünstig da. Ich lieg direkt vor einem Frosch, den ich irgendwie angeschossen hab noch vorher. Kann man deinen Kadaverkörper ein bisschen plündern, hä? Alter, ich verschreib mich als Bein. Nee. So, jetzt. Ja, jetzt hab ich mir auch noch ein paar. Was? Was? So, jetzt können wir sogar mal ein bisschen größere Sachen jagen, weil wir haben hier jetzt, können jetzt aus der Entfernung mal ein bisschen angreifen. Oh, die Bogen sind richtig super. So, komm, Rivano. Ach, da bist du ja schon unten. Ein Fortschritt der Zivilisation. So, okay, ja, dann würde ich sagen. Ich das, als es geht, ist die Scheiße festgestellt, hast du gerade. Dann würde ich aber nicht mal sagen, gehen wir jetzt mal ins Landesinnere so ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Uns einfach mal anschauen, was. Passt aber auf euch auf, ne? Was uns denn da so erwartet? Ja, ich will lebendig wiederkommen. Lebendig. Ach, ich tue den ganzen Tag schon vergessen, die ganzen Aufnahmen schon vergessen, was? Immer den Timer anzustellen. Das ist so mega auf den Sack. Ja, müsste jetzt ungefähr bei 15 sein oder so. Wir sind jetzt bei 15, genau. Was geht ja? Ah, ich komme gleich wieder drauf. Okay, was? Ja?
Ich hab meinen Timer. Was? Ich vergesse immer, meinen Timer anzustellen. Ach so. Sieht geil aus, ne? Ich finde die Pfeile auch mit den Federn, die waren doch vorher nicht so geil, oder? Doch. Echt? Ich hab die, warum sehe ich die Kuppel so vor, als hätte ich die zum ersten Mal sehen? Weil du immer nur in der Base rumgerannt bist und eine Rüstung geschrien hast. Wir hatten auch Pfeile. Oder dich vom Berg verirrt hast. Boah. Gott. Sollen wir mal, wir bleiben hier außen, oder? Ja. Was ist denn hier drüben? Das habe ich doch gerade nicht gesehen. Machen wir das mal kurz anders. Moment. So, oder bin ich auch wieder? Tag, Leute. Wibbi, willkommen zurück. Ja, ich bin auch im Ladebildschirm. Ladebildschirm. Onkel, warte da. Warte nicht so schnell. War gerade wieder woanders. Wie kann es eigentlich sein, dass Ark in Argentinien spielt? Argentinien! Die Witze werden immer schlechter, immer schlechter. Hallöle. Immer schlechter. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel schon viel Heid. Steht wieder. Wollen wir den zerlegen, den Triceratops? So, Wo denn? Ja, ich habe auch noch 24 Pfeile, also ich müsste dann gleich mal ein paar neue machen. Ach, der blutet schon. Ich kann dir ein paar abgeben. Nein. Ne, komm, wir machen den erstmal danach. Der ist ja schon ziemlich down. Boah, Alter, ja. Ich gehe so ab auf diese fliegende Insel, ey. Das ist der Wahnsinn. Ist er schon tot, oder? Ja, ja. Boah, wir haben Triceratops geluncht, ey. Ja, genau. Oh Gott. Das sind Multifunktions... Was war... Ach, ihr Mistviecher. Wird vergiftet von den Arschgeigen. Hab ich den Erfolg nicht bekommen. Schade. Ja, der... Geh sterben, Junge. Hätte was sagen sollen, dass er fast fertig ist, Mensch. Ja, das hab ich nie gemerkt. Es kam plötzlich... Ich war beim Sammeln und da kam plötzlich Durst. Wieso Razor? Achso, ich wollte gucken. Was brauchen wir nochmal für die Pfeile? Was ist Vano? Blind Fiber Thatch. Thatch. Oh, fuck. Fiber sind immer scheiße. Aber Thatch ist easy. Wo sind jetzt eigentlich die da oben? Diese blöden Scheiße. Oh, und ich werde schon wieder von Insekten überfallen. Wollen wir den. Ich habe einen getroffen. Eine Stego töten? Ja, mach mal. Den? Stego und den Shrike töten? Onkel, sollen wir den Frosch töten oder ist der zu stark? Ja, können wir machen. Alter, was Dicker, ist der kann saugut lecken. Was ist denn von Frosch? Okay, hier wächst alles. Gut, dann lass uns mal ja killen. Cool. Jetzt. Hab ich überhaupt genug Pfeile? Alles okay? Janik? Ich mach mal noch. Ja, passt. Alter, treff den mal. Naja, der kriegt. Also, wenn du den Steg oder? Ja. Wie viele Pfeile hast du? Ü30. Oh, komm, das, ich verschieß da bloß meine ganzen Pfeile dran. Krass, wie hier oben. Gott, wir müssen auch noch zurückfinden, ey. Alter, Apollo, geil. Cool, guck mal, Revano hier. Das sieht doch episch aus hier, oder? Mit diesen... Ach, ich komme mal mit Brontosauriern. Ja, den schaffen wir nicht, oder? Wie war das eigentlich? Die Spitzhacke macht mehr Heid und die andere macht mehr Fleisch, oder? Sollen wir den Paro? Ja. Aber ich würde sagen... Ich weiß nicht, was Paro ist. Ja, der hier. Du mir die Leichen überlassen. Ich seh dich nicht, Revano. Ich hab ja die Eisenspitzhacke. Der rennt doch weg hier. Da müsste alles ich eigentlich mehr raus. Ja, wenn man den vorher beballern fällt, das ist ein Para und kein Pachio. Ja, Parasau. Ach Gott, kloppt euch einfach. Und kabam! Bam! Und noch ein. Komm, ein noch. Boah, ist der schnell. Was hast du gesagt? Nein, bleib hier! Wie viel Heil hast du MacGyver? 18. Renn hinter. Nee, schaffen wir nicht. Ach, scheiß auf 18. Den. Sollen wir die Schildkröte töten? Das reicht doch nicht ganz. Ihr möchtest eine neue Hose haben? Das ist ein Keulenklopper. Dort hinten ist der Trike. Hier hinten ist aber auch noch ein Trike. Was ist der Trike? Hier, dort. Und. Da, bitte. Jetzt ist Revano wieder weg. Ach, da. Ich bin da. Ich bin hier nur gerade hinter dir gewesen und dann war ich wieder 6 Kilometer weg. So, was haben wir noch? Oder wollen wir es langsam mal auf den Heimweg machen, weil ist ja eh noch eine Minute. Boah, fuck. Genau, wir killen jetzt den Trike hier noch und dann. Geh weg. Dich hat er mich. Dann Aufnahme fertig und dann machen wir uns heim und dann wird er schon. Genau. Ah, er ist schon tot. Kannst du ausharren, den Typen. Wie kommen wir jetzt heim? Hier längs. Einfach geradeaus. Wo bist du? Hinter dir? Ach da. Ja, hier ist alles so grün wie der Name. Das ist doof. Oh. Schönes Ding. Machst du? Ja, mach ich. Boah, wie die Erde bebt, wenn der
Brachio hier vorbeilatscht. Voll geil. Das ist ein Bronto. Mein Gott, ich denke, du bist so ein Dino. Ja. Brachiosaurus hat man den auch genannt. Gab noch mal 30 Hals. Bronto, Brachios, alles gleich. Brontosaurus. Gibst du mal das Halt? Yep. Kannst auch Langhals sagen, so. Littlefoot. Dann mach ich gleich mal einen Sattel für den Para, weißt du? Ja. Pronto, Prontoiaus. Wollte gerade noch. Krass. Okay, das ist sehr schön. Viech. Also, ja, ich stehe hier voll auf dem Stein. Ja, ich komm. Komm, der will's doch nicht anders. Ja, komm mal, sag mal echt, das sieht aus wie so ein Mini. Wie hießen die Viecher nochmal, die Arschgeigen? Raptor? Seid ihr soweit? Nein. Wurst mit einem Fächer auf dem Rücken. Jo. Ja? Dino? Ja. Großes Dino mit Fächer auf dem Rücken. Wie hießen die Arschgeigen da nochmal? Spinosaurus? Hä? Dino? Spinosaurus? Ja, die Spinos. Sieht aus wie so ein Mini-Spino. Nur in hässlich und mit 50 Pfeilen im Gesicht. Ah, hier drüben kann man noch ein bisschen was sagen. Die Pfeile sind aber nicht original. Minis. Das ist eingetragen. Ich und Onkel sind die Jäger. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ach so. Ja, wir sind oder gibt Gutheit. Wir sind noch mitten in der Gutheit. Ja, also wir gehen jetzt noch heim, auf alle Fälle. Wir gehen jetzt noch heim. Okay, dann wird dann unsere Aufgabe im Off sein. Okay. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, dann. Wir sehen uns demnächst. Schaut unten in die Videobeschreibung rein für die Links für die anderen Kanäle. Da seht ihr, wie die Leute sterben und alles andere auch. Also viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.